Liebe Kolleginnen und Kollegen, Online-Lehren und Lernen beschäftigt uns in der Erwachsenenbildung schon länger und besonders noch einmal nach dem Frühjahr 2020 mit Corona. Viele stellen sich natürlich die Frage, wie dieses Online-Lehren und Lernen erfolgreich gestaltet werden kann. Ein Erfolgsfaktor dabei ist die Gestaltung des Lehr-Lern-Formats. Wir bei Cunedo haben sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ein MOOC, also ein Massive Open Online Course oder ein großer offener Online-Kurs mit Präsenzgruppen begleitet wird. Man nimmt dabei einen vollständigen Online-Kurs, bei dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Regel sehr selbstgesteuert lernen und reichert diesen mit Präsenztreffen an. So entsteht ein Blended Learning Format. Es hat sich gezeigt und auch die Forschung bestätigt, dass dieses Format stark zum Lernerfolg, zur Motivation und zur Abschlusswahrscheinlichkeit beim MOOCs beiträgt, da viele Personen einfach vom persönlichen Austausch und von der Diskussion in der Lerngruppe sehr profitieren. Welche Kurse eignen sich, um mit einer Begleitgruppe begleitet zu werden? Man kann hier einen eigenen Online-Kurs nehmen, wenn man als Bildungsanbieter so einen konzipiert hat, oder man bedient sich bei einer MOOC-Plattform wie zum Beispiel iMOOCs oder OnCampus. Beide haben sehr qualitativ hochwertige MOOCs, die sie frei zugänglich zur Verfügung stellen, offen lizenziert und kostenfrei. Wie kann man sich so eine Begleitgruppe nun vorstellen? Also grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen und man kann die Begleitgruppe ganz unterschiedlich konzipieren. Generell kann sie offen oder geschlossen sein. Geschlossen würde bedeuten, dass sie nur einem bestimmten Personenkreis zugänglich ist, und offen würde bedeuten, dass jeder und jede, die sich für den Kurs interessiert bzw. den Kurs mitmacht, auch bei der Begleitgruppe mitmachen kann. Dann kann man eine Begleitgruppe außerdem kostenfrei oder mit Teilnahmegebühren durchführen. Es gibt auch die Möglichkeit, sie inhaltlich unterschiedlich auszurichten. Versteht man sie eher als Lerngruppe, so wird man in der Begleitgruppe gemeinsam die Lerninhalte diskutieren und außerdem vielleicht vertiefende Lernressourcen bearbeiten. Versteht man die Begleitgruppe aber eher als Transfergruppe, dann geht es mehr darum, das Gelernte für die eigene Praxis nutzbar zu machen und auf den eigenen Kontext umzulegen. Oder man könnte die Begleitgruppe auch nicht als isolierte Veranstaltung sehen, sondern diese mitsamt dem Online-Kurs in eine bestehende Aus- oder Weiterbildung integrieren oder sie sogar als ganzen Lehrgang benutzen. Wie schon angesprochen, haben wir bei Cunedo dieses Format schon erprobt und bisher sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Schon beim ersten IBMOOC Plus Durchgang 2017 gab es Begleitgruppen. Auch beim IBMOOC Plus, der in seiner begleiteten Phase im Frühjahr 2020 stattfand, sind wieder Begleitgruppen angeboten worden, die aber zum großen Teil nicht in Präsenz stattfinden konnten aufgrund von Corona. Wir haben aber rückgemeldet bekommen, dass die Begleitgruppen trotzdem stattfinden konnten, zu einem großen Teil zumindest, und zwar online. Es hat sich gezeigt, dass der Austausch und die Diskussion wirklich das Wichtige an den Gruppen ist und das ist eben auch online sehr gut möglich. Was kann man nun tun, um so eine Begleitgruppe erfolgreich zu gestalten? Diese Frage kann man sich von zwei Perspektiven stellen. Erstens von der Perspektive der Lernbegleiterin oder des Lernbegleiters, also jener Person, die die Lerngruppe dann auch durchführt und organisiert, oder von der Perspektive des Bildungsanbieters mit einem Online-Kurs, wenn ich möchte, dass dazu Begleitgruppen initiiert werden. Von der ersten Perspektive her ist zu sagen, dass sich die Lernbegleiterin oder der Lernbegleiter wie bei jeder Bildungsveranstaltung Gedanken über die Organisation, über die Ressourcen und über die technische Ausstattung machen sollte. Zudem ist es besonders wichtig, sich der Rolle als Lernbegleiterin bewusst zu werden. Das bedeutet, dass es in der Lerngruppe nicht darum geht, die Inhalte des Online-Kurses zu referieren oder zu vermitteln, sondern eher Fragen aufzuwerfen, Fragen aufzunehmen, Diskussionen zu moderieren, Diskussionsimpulse zu bringen und das Lerngeschehen zu begleiten und zu moderieren. Es geht auch nicht darum, die Antwort auf alle Probleme zu wissen, sondern mehr darum, den gemeinsamen Problemlösungsprozess anzuleiten. Was ist nun für Bildungsanbieter mit Online-Kursen wichtig? Am Anfang steht sicherlich die Öffentlichkeitsarbeit, bei der der Kurs bekannt gemacht wird und auch die Möglichkeit, Begleitgruppen dazu anzubieten. Idealerweise wird natürlich auch die Sinnhaftigkeit von Begleitgruppen gleich mitkommuniziert.
Was sich in der Arbeit mit Begleitgruppen durchzieht, ist die Information und die Beratung. Also man ist als Bildungsanbieter die primäre Ansprechperson für die Lernbegleiterinnen. Wir bei Conedo zum Beispiel haben vor jedem EBMOOC-Durchgang ein Infotreffen veranstaltet, wo man mit den Lernbegleiterinnen zusammen Fragen klären konnte und wo man sich ein bisschen kennenlernen konnte. Es empfiehlt sich außerdem, eine Kooperationsvereinbarung aufzusetzen und diese zu unterzeichnen. Diese legt einfach den Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Bildungsanbieter und Lernbegleiterin fest. Und zusätzlich gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Serviceleistungen anzubieten. Wir bei Conedo haben zum Beispiel eine umfangreiche Handreichung für Lernbegleiterinnen mit Tipps und Tricks rund um die Durchführung einer Begleitgruppe ausgegeben. Außerdem gab es einen Vorabzugang zum Kurs. Das bedeutet, dass die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter bereits 10 Tage vor offiziellem Kursstart auf die Kursinhalte zugreifen konnten und sich mit ihnen vertraut machen konnten. Außerdem wurden die Begleitgruppen auf unserer Projektwebseite dargestellt und es gab Downloadmaterialien für die Bewerbung einer Begleitgruppe. Zusätzlich haben wir noch im Messenger Slack einen Workspace eingerichtet und die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter dazu eingeladen. Dabei ging es darum, den kollegialen Austausch zu fördern, dass die Lernbegleiterinnen untereinander in Kontakt kommen und außerdem konnten inhaltliche und technische Fragen geklärt werden. Und wir haben außerdem noch laufend aktualisierte FAQs ausgegeben. Das sind einfach Fragen enthalten, die wir aus den vergangenen EBMOOC-Durchgängen schon kennen und die einfach häufig gestellt wurden. Und diese FAQs sollen Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern helfen, diese Fragen schnell zu beantworten. Zum Abschluss darf ich Ihnen empfehlen, wenn Sie zu einem offenen Online-Kurs eine Begleitgruppe in Anspruch nehmen können oder sogar eine organisieren können, dann tun Sie es. Es lohnt sich und bereichert das Lernen. Danke.